Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft Kataklysmus, Hallen des Ursprungs, gerade frisch reingekommen. Wir waren bei 31 Minuten letzte Folge, deswegen jetzt. Die Instanz dauert ja knapp 30 Minuten tatsächlich, weil so dermaßen viele Bosse hier unterwegs sind. Und ja, deswegen jetzt in der neuen Folge direkt in den Hallen des Ursprungs nochmal unterwegs. Mal gucken, wo wir landen werden, vor allem itemmäßig. Wir haben das letzte Mal zwei Items bekommen, die uns vorwärts gebracht haben, die D-Items. Schon nice. Vielleicht können wir ja da einen aufbauen. Hä? Was? Warum? Das lädt immer noch auf. Wieso konnte ich meinen Zauber gerade nicht drücken? Ich habe ab und zu auch irgendwelche Bug-Probleme, glaube ich. So, das Schöne ist, wir bekommen hier Ruf. So, wenn wir diese Markierung haben, diesen Pfeil, sind wirjenige, der diesen Schuss von diesem Heini abbekommt. Deswegen kriegen wir relativ gut Schaden tatsächlich. Das Schöne ist, wenn wir die ganze Instanz jetzt gerade als CD spielen, können wir uns schon mal angucken, wie wir das dann als Tank spielen. Aber die HC-Variante, die ist tatsächlich halt um einiges härter, glaube ich. Gerade Boss-Mechaniken, die du so nicht so schnell spielst oder die du auslässt teilweise, weil der Schaden einfach zu groß ist. Oder der Schaden sehr groß ist, den du machen kannst. Musst du halt dann zwangsweise spielen. Aber wir haben gut Items einstecken. Und mein Nasio. So, hier finden wir uns Archäologie-Skill. Holen wir uns aber auch noch. So, wir hatten kurz Akku. Ich habe kein Ziel. Okay, hier wieder runterspringen. Links, rechts einer. Kehrt um! Brauchen mehr Tempo, wir haben weniger Global Cooldown. Gewährt mir euren Schutz. Ah, wir können hier schon mal runter. Das lädt immer noch auf. Ich weiß gar nicht, ob jemand unten stehen bleiben könnte. Ich glaube nicht. Alle 4 Sekunden 1500 Schaden. Ja, je länger er seine Hymne macht, desto mehr Schaden kriegt die Gruppe. Und die Hymne hört, glaube ich, auf, wenn alle da sind oder sowas. Wann hört die Hymne auf? Muss irgendwann aufhören, oder? Wenn einer dran steht? Nee. Wenn der Tank wieder da ist, wahrscheinlich. Wenn der Akku hat, wahrscheinlich wieder da ist. Dann wäre es eigentlich sinnvoll, dass der Tank oben bleibt. Weil du brauchst unten keinen Tank. Okay, wieder runter. Hui. Geht ihr irgendwie so kaputt, ja, oder? Okay, macht nur ein bisschen Natur. Ja, guck mal, die rennen auch hinterher. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Achso, du kannst eigentlich direkt wieder hochrennen. Okay, können wir uns merken? Theoretisch kannst du direkt wieder hochrennen. Leder. Schade. So, hier baut sich jetzt die Brücke zusammen. Und der Sand hört auf zu rieseln. Ne, die Tür ist aufgegangen. 78%, wir haben es bald. Ich freue mich schon so ein kleines bisschen tatsächlich. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Dass wir es bald haben. Wenn wir denn der den Schuss abkriegt. Oh, jetzt sollten wir aufpassen. Ist das dieses Bebengedönse? Hier kriegen wir keinen Schaden zumindest. Wir haben ja einen AOE-Effekt gemacht. Ich glaube, das ist dieser Einsturz, den wir gerade gesehen haben. Wollen wir mal ein bisschen drauf achten. Aber idealerweise Tank einfach die Gruppe ziehen. Okay, Ruf 7000. Dauert schon noch ein bisschen. Ich meine, pro Mob kriegen wir hier 12 Rufpünktchen. Besser wie nichts, aber pro Instanzendurchlauf, was würden das sein? 2000-3000? Wahrscheinlich irgendwo. Bereit. Das ist zu weit entfernt. Das lädt
Ich glaube, diesmal sind wir ein bisschen schneller. Ich brauche ein Ziel. Wird ordentlich Gas gegeben. Ja, okay, die einen Käfer. Also, es gibt die großen Käfer, die halten ein bisschen mehr aus. Der hier. Die kleinen Käfer, die halten einen Exorzismus praktisch nur aus. Wenn wir ein bisschen besser equipped werden. Das lädt immer noch auf. Aber hey, erster im Damage. Ich lasse mir übrigens den aktuellen Schaden anzeigen und den, also den insgesamt verübten Schaden plus das aktuelle Target immer oder die aktuelle Gruppe. Haben wir hier nicht auch Raum? Ja. 10 Gold Repkosten. Mal ein bisschen Mist verkaufen. Immer so einstecken. Wir haben sehr viel Mist einstecken. Kann ich noch nicht wirken. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich habe bestimmt Erfolg, wenn du auf so einem Kamel reitest, während du den Boss besiegst. Oder überhaupt irgendwas besiegst wahrscheinlich. Diese 20%, du kommst nicht zum... Okay, die tauchen eh wieder, die tauchen wieder ab, seht ihr das? Weil die beim Boss wiederkommen. Wissen wir ja. Dass die dann, wenn er abtaucht, kommen die wieder hoch, die vier Heinis. Haben wir ja gesehen gehabt. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Hier, die Skarben sind kein Problem. Das lädt immer noch auf. In dem Beben stehen, macht das Schaden? Allein der Alkohol schaden, niedergeschossen zu werden. Ah, nee. Ah, okay. Kann dieses Ziel nicht angreifen. Reibsand. Aber wenn du da drin stehen lässt, werden die niedergeschlagen. Okay. Scheint zumindest so. Gut, das war's. Ein Stab ist drin, nichts für uns. Ja gut, das geht schneller. Man darf nur die nicht einklicken. 80%, 20 noch. Stunde ungefähr noch. Grob, dann habe ich's. Wenn man es so hochrechnet, kommt das, glaube ich, hin. Gucken wir, haben wir noch einige Bosse. Vielleicht kriegen wir noch was. Was schade ist, dass wir keine Instanzenquests haben für die Idee hier. Die kriegen wir erst. Vielleicht, wenn wir bei Ramkahed freundlich sind. Wäre möglich zumindest. Dabei. Alles klar, auf so. Geht's. Dann ich einmal die Kammer mit diesen Elementaren. Sequenz in den Türmechanismus ein. Und das hat geklappt. Der Kontrollraum ist das eigentlich der Hauptboss? Oh, wow. Was? Mal gespannt, wie lange wir brauchen. Ich glaube, mit der Gruppe sind wir deutlich schneller. Die sind schnell unterwegs. Und die verdammten Steintrocks sind eingebrochen. Ich komme! Warum ausgerechnet müssen es Trocks sein? Ich bin außer Reichweite. Ja, ich bin nur rangekommen. Aber knapp. Spiegel, die überall hinweisen. Vier Plattformen mit riesigen Elementaren. Ich habe. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich habe eine Schrifttafel gesehen, die diese Kammer erwähnt. Ich habe kein Ziel. Dies ist die Halle des Lichts. Gut. Die Halle des Lichts. Ihr müsst die vier Elementare ausschalten, um die. Ich glaube, Inquisition lohnt sich hier nicht mal, weil die so schnell dead sind, dass sie wahrscheinlich nicht mal Schaden machen können.
Ja, hier. Bis wir als Nahkämpfer hingelaufen sind, weil wir haben nur einen Nahkampf-AOE. Sind die tot. Ja. Macht ihr Jäger allein. Aber echt eine gute Gruppe auch, die wir hier haben. Das lädt immer noch auf. Bisschen Wasser soll man aber rausgeben. Kann ich noch nicht will. Noch einen erwischt. Oh, zweiter im Schaden. Aber guck mal einen an. Trotz, dass wir nicht exakt gleich da waren. Mir ist sie nicht schlecht. Glaube ich, insgesamt. Ich glaube, ich stelle mich ansatzweise vernünftig als CD an. Hoffe ich zumindest. Der Zauber ist noch nicht bereit. So, nächster Dicke. Cool, keine kleine Gruppe. Aggro. Aber nicht lange. Sobald Tank, das sind Dimensionen, die momentan einen Tank-Unterschied hat zu einem DD. Das ist übel. Nur noch ein Elementar. Die Tür ist schon fast auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Kriegen für die aber glaube ich nicht mal. Ja, du kriegst für die Kleinen kriegst du nicht mal Erfahrungspunkte. Das ist bitter. Ja, wir haben TK Todesritter, Tank. Die sind allgemein übel. Kann ich noch nicht wirken. So, dann kommt der Chef. Dann geben es ein neues Item. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Wobei wahrscheinlich wieder. Haben wir nicht bei ihm die Brustrüstung bekommen? Ich glaube. Ja, richtig vorwärts kommt es auch nicht, weil die ganzen Kleinen, es sieht nach Masse aus, aber die geben halt keine Erfahrungspunkte. Ihr habt es geschafft! Die, ja, die sterben sowieso. Jetzt können wir. Oh nein! Ging das was zu dem zu laufen? Nein, du kannst ihn noch nicht angreifen, oder? Einheit ist aus Kraft-Romana-Protokolle aktiviert worden. Neue Operationsparameter werden heruntergeladen. Ladevorgang abgeschlossen. Selbstverteidigungsprogramme jetzt voll aktiv. Au! Zerstörung fremder Einheiten im System. Eliminierung unautorisierter Einheiten beginnt. Eliminierung. Dieser Zauber ist noch nicht. Ist aber nicht nett. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer. Der Siphon sollte mal auf jeden Fall raus. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das war die falsche Taste. Kann ich noch nicht wirken. Ich hätte. Schade. Unmittelbar bevor. Wir haben es geschafft. Der Kontrollraum ist. Okay, wir waren auch beim Kill 6 Sekunden schneller. Daily Rosemont zeigt das ja alles an. 6 Sekunden schneller vom Kill. Weiter mit Gildengruppe und spätestens HC, bisschen HC-Items und so weiter. Und mit allen Level. Ja, mit allen Level 85, 284er, also mit mir, sind dabei. Ich zähle nur 4. Einer fehlt noch. Dann los! Das sollte eigentlich nur einen Augenblick dauern! Wo will er hin? Hä? Aufzug, oder? Du kannst dieses Quest nicht annehmen. Schade von Bram Bronzebar, gefunden in Hall des Ursprungs. Wo will er hin? Er hat eine Aufgabe. Die Frage ist, welche? So, wohin?
TK geht vor. Okay, erst er hier. Bin mal gespannt, da gibt es halt welche, die sind wahrscheinlich in HC zumindest irgendwie mega eklig zu spielen. In NHC wahrscheinlich. Okay, in NHC ist es relativ Wurst. Cool, wir können dich stunnen. Ah, ich krieg immer, wenn es zu wenig Targets sind, kriegst du immer keine Dings. Kriegst immer keine Macht zusammen. Ich brauche ein Ziel. Kann ich noch nicht wirken. Bam. Ich bin außer Reichweite. Das lädt immer noch auf. Nur Dritter im Schaden. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Wo seid ihr hingegangen? Fragt der Jäger jetzt, der völlig lost unterwegs ist gerade. Nicht wirken. Ich habe kein Ziel. Okay, das wird einen Moment dauern, glaube ich, wenn wir jetzt warten. Er hat sich verlaufen. Ja, den Aufzug hoch. Mal gucken. Okay, 81%. Ja, vorwärts, weiß ich nicht. Viele, viele Items. Vielleicht questen wir die letzten 20%. Mal gucken. Wie sieht es eigentlich bei unserem Kontichen aus? 3930 schon wieder. Ja, war ganz gut, dass wir zumindest mal das hier große himmlische Sens für 400 gekauft haben. Die sind ja echt schweineteuer. Wir können erst mit Level 85 die Punkte ausgeben für Items. Deswegen konnte ich mir nur das kaufen, weil das ist momentan das, was wir machen können vor Level 85. Mit Level 85 können wir dann Items kaufen, die tatsächlich ganz geil sind. Zumindest am Anfang jetzt ganz geil sind. Ich würde natürlich Denkzeug jetzt dann erstmal kaufen müssen, zwangsweise auch, weil wir Raids machen werden. Aber, ja. Ich bin halt leider tatsächlich ein bisschen hinten dran, was die... was insgesamt die Geschwindigkeit angeht. Ich bin der letzte Tank tatsächlich, der jetzt noch nicht Level 85 ist. Aber gut. Privatleben gebe ich mir vor. Ich bin außer Reichweite. Das ist laut. Kann ich noch nicht Kreislauf setzt sich. Boah, 19 Stärke mehr. Danke. Ja, 149, bisschen mehr Ausdauer. Crit haben wir verloren, dafür Trefferwertung nochmal drauf und Tempowertung drauf. Tempowertung ein bisschen mehr. Crit, schade, Trefferwertung hätte man tatsächlich nicht mehr gebraucht. Wir haben momentan zu viel Trefferwertung. Glaube ich jetzt zumindest. Ja, 0,1. Ne, wir haben exakt eigentlich 716. Wir haben exakt das an Trefferwertung, was wir gerade bräuchten tatsächlich. Für Level 87er. Aber ja. Bisschen zu hoch. Kann ich noch nicht wirken. Es ist zu weit entfernt. Das lädt immer noch auf. Au. Ich muss näher ran. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Hier, wir gehen aus dem Mist raus. Kann ich noch nicht wirken. Weil der Trash nichts aushält. So, sind wir? Ja, wir sind nur vollzählig. Ich soll mein Timing noch ein bisschen anders zerlegen. Dass ich immer Kreuzfahrerstoß tatsächlich auf Abhängig zu. Also gerade erst eigentlich Kreuzfahrerstoß nehmen. Weil wir jetzt blöd dastehen und praktisch warten und hoffen, dass irgendwas passiert. Dieser Zauber ist noch nicht bereit.
Cool. Ohne Flügelchen trotzdem erst am Schaden, oder was? Nett. Kann ich noch nicht wirken. Ich bin außer Reichweite. Okay. Der ist, glaube ich, das letzte Mal schon gedroppt. Oder zumindest Stoff. Doch, kann sein. Der Helm, glaube ich. Wir haben gewonnen sogar. Ein Intelligenzhelm. Und Trefferwertung. Na, immerhin. Mit einer 69 gewonnen. Mount droppt hier leider keins. Aber du kommst hier leider... Das sind zwar viele Bosse, aber zumindest erfahrungspunkte technisch ist das eine relativ flache Nummer hier, glaube ich. Zumindest hier oben. Also du hast noch die paar Gegner hier. Die bringen aber auch nicht viel. Die haben viel Leben, bringen ein bisschen mehr Erfahrungspunkte wie normale Gegner, aber jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Hier, gut, der hat jetzt 16.000 gebracht, aber trotzdem. Die Kleinen bringen weniger, aber dafür macht es da die Masse eher. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Ah, Detonation machen die noch, wenn die draufgehen. Oder? Nee, Dispersion. Aber die explodieren nach der Dispersion. Ich kann das nicht angreifen. Ich brauche ein Ziel. So, Ruf 8800. Schänder! Dauer drehen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Ich muss näher ran. Inferno-Sprung. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ah, nur Dritter im Schaden. Platten. Aus so einer Legends Windskraft Crit bringt uns nichts. Leder auch nicht. Schade. Ihr gewinnt, ihr gewinnt. Ich gewinne aber das ganze Zeug. Leder mit Beweglichkeit. Es bringt uns halt einfach. Klar, Crit-Chance wird erhöht. Tempowertung, Treffer, kritische Trefferwertung ist höher. Aber wir leben einfach von Stärke. Und nicht von Beweglichkeit. Das ist das Problem. Ich glaube, es ist der letzte, oder? Ich glaube, dann haben wir's. Ja, auf jeden Fall ein bisschen schneller. Wie die letzte Gruppe. Ich meine, wir rennen hier tatsächlich auch nur durch. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Schamane wird Heiler sein wahrscheinlich, auch solange der Heiler Mana hat. Ist ja immer alles Studi. Ah, guck mal, der macht das auf dem Boden, da musst du raus. Kann ich noch nicht wirken. Ich habe kein Ziel. Hier. Ah, das ist vor... Ah, okay, ist ein Laserstrahl, der einfach folgt praktisch. Juwelenschreifen, fragile Angizit. Haben leider keine Juwelkunst. Ist bestimmt schweineteuer, das Ding. Legt gen Himmel. Was seht ihr? Aber Julius, gut, sommer nicht. Das lädt immer noch auf. Sonnt euch in meinem Glanz. Desorientiert. Ich bin außer Reichweite. Dieser Zauber ist noch nicht bereit.
Kannst nur eine Runde hauen. Ich glaube, dass auch die anderen, wenn du es, selbst wenn du es, glaube ich, schaffst und die AOE wegbombst, dass sie wahrscheinlich bei einem Lebenspunkt einfach stehen bleiben werden. Kann ich noch nicht wirken. Ich bin außer Reichweite. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Es geht auf jeden Fall deutlich schneller. Heilzauber. Schade. Meisterschaft wäre cool. Heilzauber. Oh, nicht so. Sind wir durch? Ich glaube, oder? Auch gewonnen. Bibi. So, Instanzengruppe verlassen. Wir sind durch. 25 Minuten ziemlich genau hat es gedauert, das Ganze. So, jetzt können wir hier die Quest abgeben. Schulchen hat mir... 312er. Ja, guck mal hier. 164 erhöht die Treffer. Schon wieder Trefferwertung. Wir bräuchten keine Trefferwertung mehr, aber die Crits sind. Oh, sie sind insgesamt halt besser. Was willst du machen? Wir müssen so langsam müssen wir uns unsere Gear so zusammenbauen, damit wir bei Trefferwertung natürlich irgendwann mal aufhören, Trefferwertung zu kriegen. Waffenkundewertung. Man kann da nichts auch umschmieden. Also, wir haben eine Möglichkeit umzuschmieden. Wenn wir zu viel von etwas haben. Also es ist nicht mal so, wir müssen jetzt nicht unbedingt so selektieren mehr das Gear, sondern wir können es einfach umschmieden. Wie geht's? Man hat eigentlich mehr Freiheiten. Mag möchte, dass ihr das Grab des Kurtut. Kartut. Moin. Und dann da drüben noch. Und Grab des Kartut. Sollen wir das suchen? So, wo sind wir jetzt? 84%. Es ist die Frage... Moment, ich habe massenweise Fehler drin. Ich glaube, wir probieren uns mal in den Dungeons als Tank gleich. Und dann gucken wir mal, dass wir Tank hier mitnehmen. Diebische Pflücker. Eine Daily. Cool. 30 Cent. Muss man mit dir reden? Nee. Doch. Diebische... Halten die irgendwie nichts aus? Ah ne, ich soll die mit einem Hammer hauen, oder was? Zerschmettert einen Stapel diebische Pflücker. Oh. Ah. Ah, okay. Ist eine Daily, kriegen wir Ruf für. Also können wir tatsächlich mitnehmen. Hier ist vor allem gerade keiner, der die Quest auch anscheinend macht. Das heißt, wir können easy going. Guck mal, bei dem Respawn. Können wir die ohne Probleme umhauen schnell. Ist noch nicht bereit. Ist noch nicht bereit. Easy going daily. So, was kriegen wir dafür? 36.000 Erfahrungspunkte, 180 Ruf. Immerhin. Wir sind Mensch, deswegen kriegen wir mehr Ruf. So, dann können wir das Bevorstehende noch abgeben. Und wir sollten... Sollten wir nicht freundlich mittlerweile sein? Ja, freundlich, Ramkahed. Guck mal einen an. So, ihre Ergänzien. Nö, wir müssen uns auch mal kurz hier in dem Lager umgucken. Das können wir abgeben. Damit sind wir sowieso freundlich. 48.000. 300 Ruf kriegen wir hierfür. Sprecht mit Prinz Nadun. Okay. So, wo ist denn hier der Reagenz-Heini? Da, das sieht... Rüstmeister! Also. Ah, guck mal hier. Das hätten wir schon mal. Ehrfürchtig, ein Kamel, cool. Kette, wohlwollend und so weiter und so fort. Mit Level 85 können wir auch nochmal da, wo wir bereits Ruf haben, uns nochmal nach Items natürlich umgucken. Sonst leider keine Quests hier weiter für uns. Gehen wir erstmal darüber. Al-Akirs Rache. Schmutzige Vögel. Die Quelle ihrer Macht. Obwohl, wenn wir da noch die Quest kriegen, 85%, kriegen wir die, die verlorene Stadt Tolvir. Können wir mal gucken. Moin.
Tüte 6 Abkömmlinge von Al-Akir. Al-Akir ist dann der Boss übrigens in der Raid-Instanz. Mit diesen Winden, dieser Windboss. Finde den Prophet. Er ist sauer, weil wir seinen Sohn umgebracht haben. War, glaube ich, sein Sohn, der Thunderfury hatte. Und wir haben ihn tatsächlich umgebracht, weil ich hab Thunderfury. Zwar mit dem Krieger, aber wir haben's. Ah, okay, hier ist alles tot. Abkömmling. Da ist ein Abkömmling. Oh ja, komm. 6 Minuten haben wir noch. Überlebende. Ah ja, Überlebende sollen wir auch einsammeln. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Er hat pariert. Überlebenden retten. Eingebuddelt ziehen sie. So, geil ist, wenn wir HC gehen, haben wir Todesmine und Burgschattenfang unter anderem wieder dabei. Der ein oder andere wird sich erinnern, die Instanz läuft aber komplett anders ab. Finde das heilige Gefäß. Die Instanz wird komplett anders ablaufen, wie wir es halt in Erinnerung haben. Sie sieht auch anders aus, soweit ich es weiß. Ich muss aber bestimmt ausbuddeln, oder? Wir können mal aufsatteln, wir müssen noch Dinge verkaufen wieder. So, damit können wir nichts anfangen. Axt wird beim Aufheben gebunden. Blatte, Füße können wir wegschmeißen. Leder kann weg, Stoff kann weg. Das haben wir auch ausgetauscht, kann auch weg. Das Ding ist Intelligenz. Kann Trefferwertung Crit in, kann auch weg. Bringt uns auch nichts. Blatte, Tempowertung Stärke. Wird beim Anlegen gebunden, 295er. Boah, Kette kann weg, das Ding kann weg. Ah, 1000 Ruf, den sollten wir noch einsetzen. Hätten wir uns mal lieber gleich gemacht. Das war ein Item, was wir bekommen. Ich habe gedacht, wir kriegen die 1000 Rufe einfach so. 1000 Rufe, 1200 um genau zu sein. Sogar weil wir die Menschfähigkeit haben, kriegen wir mehr Ruf. Also haben wir sogar 1200 statt 1000 bekommen. Doppelwind. 3 von 6. Okay. Wenn wir dann als Tank eine Instanz machen, werden wir Instant Invite. Deswegen lohnt es sich übrigens jetzt nicht anzunehmen. Weil wir werden einen Instant Invite haben. Geht das? Ja, oder? Ja, bis der da ist. Ich bin außer Reichweite. Bis der da ist. 4 von 6. Und 4 von 8. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Der Arme. Wenn wir die vollen Brocks haben, ist schon geil. So, 6 von 6. Oh, ich brauche noch ein paar. 5 von 8. Liegt hier aber auch überall im Sand rum. Oh, cool. Das geht auf dem Mount. Allmächtiger ist das Luxus. 6 von 8, 7 von 8, 8 von 8. Bingo! So, was haben wir hier noch? Ist das da drin? Ist das da drin, oder? Komm mir da rein? Jo, komm hier. Hallöchen. So. Beschafft euch den Stein des Mondes. Lass mich raten. Stein des Mondes, Stein der Sonne. Von diesen Kolossen wahrscheinlich. Ja. Ziemlich sicher. Ja. Jetzt können wir die aktivieren. Stein der Sonne. Gibst du mir den so oder muss ich mit dir kämpfen? Dieb. So viel dazu. Wir hätten das auch friedlich regeln können, mein Freund. Aber wer nicht hören will, muss fühlen. Und ciao. Oh, nicht mal 2% noch. Okay, Stein der Sonne. Da oben. Na. Stein des Mondes. So wie du guckst, willst du auch kämpfen? Nochmal ein Dieb? Ja. Ich habe kein Ziel. Dieb! Dass die einmal alle Streit suchen. Lädt immer noch auf. Schade, kein Brock. Kann ich noch
nicht wirken. So, Hammer. 86%. Ihr merkt schon, ich bin heiß. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Wobei, heute kriegen wir es auf jeden Fall hin. Wir haben 21 Uhr. Ich kann theoretisch bis 23 Uhr heute aufnehmen. Ich würde gerne heute noch eine HC-Instanz tatsächlich spielen. Hol das Zepter von Osiris. Oh, Moment. Ah, aus der Kiste. Heiliges Gefäß. Okay, Quest geben wir aber da hinten ab. Und 87%, natürlich. Ich muss sagen, DD spielt sich gar nicht so scheiße vom Paladin. Tatsächlich macht es Spaß. Zumindest, wenn wir vorne mitspielen können. Beweglichkeit, Blatte, Ausdauer, Willenskraft. Okay, bringt uns alles nichts. Zepter von Osiris. Zweihand Stangenwaffe. Nee, das sind unsere besser. Sprechen wir König Faust im Ramkahed in Uldum. Okay. Wieder zurück. Auch hier wieder 300 Ruf, 180 Ruf und so weiter und so fort. Wir haben noch zig Items, die wir verkaufen können. Ich muss morgen mal aussortieren, glaube ich. Und wir sind bei 88%. 1% nur? Oh. Vielleicht sollten wir den Feind geben, was er sucht, und unser Volk vor den kommenden Blutvergießen bewahren. Ich lege euch nahe, dies zu überdenken, Pharao Todesschwinge. Pharaoris Todesschwinge würde die Macht des Zepters verwenden, um die Geheimnisse von Uldum aufzudecken und große Zerstörung herbeizurufen. Ich muss handeln, um mein Volk zu beschützen. Unsere Feinde haben Osiris in der Wüste begraben. Wir bekämpfen wie eine solche Macht. Wir kämpfen bis zum Tod, Pharaoris. Unser Volk wurde geschaffen, um dieses Land zu bewachen. Wir dürfen dieses Erbe nicht verraten. Ihr sprecht wahr, Bruder, aber selbst ein König kann seine Entscheidung nicht allein treffen. Ich werde den Fall dem Hohen Rat zur Abstimmung vorlegen. Ich beuge mich eurer Weisheit, Bruder. Lasst uns beten, dass wir schnell zu einer Entscheidung gelangen. Der Feind wartet nicht. Man muss sich mit dem Lesen verdammt beeilen. Solange keine Namen drin vorkommen, kriege ich's hin. Was jetzt? Können wir wieder Stunden zugucken. Geil. Ja, okay, ja. Die Videosequenzen hier sind irgendwie mega verbuggt. Kann das sein? Oder kommt mir das nur so vor? Oh, drei Quester da für uns, okay. Sprecht mit Vasia, okay. Hohe Priester. Sprecht mit Hohe Priester. Sprecht mit Hochkommandant. Okay, wir sollen nur mit Leuten reden, praktisch. Gehen wir erstmal da hoch? Ich glaube ja, oder? Dann gehen wir erstmal da hoch. Zeig's ihnen. Grab des Khatut. Nur 80%. Es wird doch. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Nächste Folge dann dementsprechend als Tank unterwegs. Mal gucken, wo wir landen. Grim Barthold oder wo auch immer. Idealerweise nicht in der neuen Instanz. Die verlorene Stadt. Halt des Ursprungs haben wir, glaube ich, noch nicht. Die verlorene Stadt Tolvir hat man noch nicht. Mal gucken, wo wir landen. Vielen Dank fürs Zusehen. Das nächste Mal dann als gegrüßt. Tank, die Quest nehmen wir noch mit. Und ja, auch helft Harrison Jones am Grab von Khatut. Guti, bis zum nächsten Mal.